Hey, ja, ihr habt richtig gelesen, das hier ist ein reines Verlosungsvideo. Ich hoffe natürlich, ihr hattet ganz, ganz tolle Weihnachtstage mit euren Freunden und euren Familien. Ihr habt toll gegessen, tolle Geschenke bekommen und tolle Geschenke verschenkt. Und ich dachte mir, ich möchte euch jetzt auch noch was schenken, denn ich bekomme über das ganze Jahr hinweg mega coole Sachen von verschiedenen Firmen zugeschickt. Und die ganzen Sachen bekomme ich ja nur, weil ich diese Videos mache. Und diese Videos kann ich nur hochladen, wenn ihr die guckt. Und da dachte ich mir, teile ich die Sachen jetzt mit euch und habe euch einfach zwei Pakete fertig gemacht. Ich werde euch jetzt zeigen, was da drin ist und am Ende des Videos könnt ihr die dann gewinnen. Und ich würde sagen, los geht's mit Paket Nummer 1. Das erste Paket besteht einmal aus dieser Schminktasche hier, die ist von NYX. Die habe ich auch schon mal verschenkt und die gibt es auch im Paket Nummer 2. Dann haben wir hier von BH Cosmetics die Wild of Heart Palette. Die hat mega coole Töne hier drin. Die sind echt richtig schön. Das sind mal so knalligere Töne und die haben alle so ein paar Glitzerpartikel mit drin. Die verwende ich echt gerne. Genau wie dieses Produkt, das ist wieder von NYX. Das ist die Stay Matte But Not Flat Powder Foundation. Die kann ich euch auch sehr ans Herz legen, falls ihr mal überlegt habt, die zu kaufen. Dann haben wir hier von Lush noch eine Badekugel. Die riecht sehr frisch nach Wäsche, also die riecht echt gut. Dann haben wir hier einmal den Push-Up-Liner von Benefit in der Farbe Blau. Da Konturieren und Highlighten ja momentan sehr modern ist, habe ich hier von Maybelline auch noch die Master Sculpt Palette. Da ist dann ein Konturierungspuder und ein Highlighter mit drin. Dann haben wir hier von NYX einen Eyeliner in so, ja, Neon, so rot, rot-rosa ungefähr oder rot-pink. Sieht echt cool aus, damit kann man viele verschiedene Looks kreieren. Hier haben wir dann noch einen Nagellack von Maybelline, einen Augenbrauenstift von Benefit, damit kann man sich sehr gut einzelne Härchen zeichnen, den mag ich echt gerne. Muss ich eigentlich gar nicht immer sagen, weil ich mag alle Produkte von ihr gerne. Dann haben wir hier von Bare Minerals noch einen Blush, eine Handyhülle von NYX, nochmal ein Nagellack, der ist von Alessandro. Einmal Ombre Lips von NYX, das sind wirklich richtig schöne Farben, den habe ich auch doppelt. Dann von Essence das All About Matte Fixing Powder, ihr wisst ja, ich mag das sehr gerne. Und noch zwei Produkte, einmal von P2 den Radiant Shimmer Blush, der sieht so aus, der hat voll den coolen Farbverlauf, findet ihr auch? Ich finde, das sieht richtig schön aus. Und zu guter Letzt von Benefit einen Lipgloss. Genau, das hier ist Paket Nummer 1. Das schiebe ich erstmal ein bisschen weg. Paket Nummer 2 ist ein bisschen kleiner, weil ich da eine große Sache mit reingepackt habe. Und zwar ist da ein Pinselset von BH Cosmetics mit drin. Die Pinsel von BH Cosmetics kann ich euch generell sehr weiterempfehlen. Die verlieren keine Haare, sind sehr weich und nehmen Produkt sehr gut auf. Also falls ihr überlegt, euch neue Pinsel zu holen, schaut erstmal bei BH Cosmetics vorbei. Dann gibt es hier auch nochmal so eine ganz coole Tasche zu gewinnen. Wieder eine Badekugel, das ist jetzt eine andere, aber die riecht auch mega frisch und lecker. Das sind jetzt nicht so drückende Gerüche. Hier haben wir von BH Cosmetics die Wild and Free Palette. Die ist eher in so Grün- oder Dschungeltönen gehalten. Ich weiß gar nicht genau, wie ich das beschreiben soll. Das sind auch wieder eher so glänzende Farben. Die sind sehr gut pigmentiert. Dann haben wir hier wieder ein Augenbrauenprodukt von Benefit. Das ist eher so eine Augenbrauenpomade. Das hier ist eigentlich ein Dupe zum High Beam von Benefit. Das ist von W7, das bekommt man bei Amazon. Und das heißt Night Glow, also das ist ein Highlighter, der flüssig ist. Und dann haben wir hier ein EOS oder EOS Balsam. Sagt mir mal gerne, wie ihr das aussprecht. Ich spreche es immer anders aus, EOS oder EOS, weil ich weiß nicht genau, ob man das definieren kann. Sagt mir das gerne mal. Dann haben wir hier von Essence einen Lippenstift, der ist eher nudefarben. Hier haben wir auch nochmal von Essence die Light Up Your Face Luminizer Palette. Die kennen wahrscheinlich auch viele von euch. Von Trend It Up haben wir noch eine Maxi Drama Kohl Mascara. Die hat auch eine richtig schöne Bürste. Ich mag sowieso gerne diese, wie soll man das sagen, diese Plastikbürsten. Die finde ich besser als diese Borsting Bürsten. Wisst ihr, was ich meine? Ist vielleicht nicht ganz so cool ausgedrückt, aber ja. Dann haben wir hier noch zwei Nagellacke. Einmal von Alessandro. Und einmal wieder von Maybelline. Und von Essence haben wir da noch den Metal Glam Eyeshadow. Der ist auch cool. Der ist schwarz mit Glitzerpartikeln drin. Und nochmal von NYX ein Produkt. Das ist das Produkt Shine Killer. Also falls man doll im Gesicht glänzt, sollte man das benutzen, weil das hilft wirklich.
Und das waren jetzt auch schon alle Produkte, die ihr gewinnen könnt. Das Einzige, was ihr jetzt tun müsst, um eine Gewinnchance zu haben, ist, ihr müsst meinen Kanal abonnieren, ihr müsst dem Video einen Daumen nach oben geben, einen schönen Kommentar schreiben und das war's dann auch quasi schon. Die ganzen weiteren Teilnahmebedingungen und wann ich denn die Verlosung auflöse, findet ihr alle in der Infobox, also schaut da definitiv rein. Und ich wünsche euch jetzt allen ganz viel Glück, dass einer von euch gewinnt und würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann, ciao!